Hallo YouTube, freut mich, dass du da bist. Ich bin Dario. Du hast ein Problem und fühlst dich von dem überwältigt und weißt nicht, wie du das Problem lösen sollst. Du stellst dir Fragen wie zum Beispiel, warum passiert mir das immer? Oder ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Ich möchte dir heute zwei Fragen vorstellen, beziehungsweise zwei Methoden, mit denen du dieses oder fast jedes Problem mit relativer Leichtigkeit lösen kannst. Und zwar die erste Methode ist, stell dir die Frage wie und stell dir dabei dein Problem als eine Art große Wand vor, die unüberwindbar ist. Zumindest am Anfang. Du schaust sie dir genau an und suchst nach Fehlern bzw. nach Möglichkeiten, diese Wand zu übergehen bzw. hinter diese Wand zu kommen. Du schaust dir an, ob du links oder rechts an der Wand vorbeigehen kannst. Kannst du oben drüber klettern? Also ist sie niedrig genug, oben drüber zu klettern? Hat sie ein Loch, das du nur größer machen musst? Oder musst du vielleicht ein Loch unten drunter durchgraben? Es geht darum, dein Problem zu analysieren, eine Schwachstelle zu finden und diese Schwachstelle auszunutzen. Der nächste Punkt ist, dass viele Leute sich fragen, warum passiert mir das immer? Das ist im Prinzip eine schlechte Frage, denn zum einen gibst du dem Problem damit Macht über dich, weil das Problem kann sozusagen, macht etwas mit dir, es kann machen mit dir, was es will. Der andere Punkt ist, dass du dir vielleicht Selbstvorwürfe machst, weil du dich selber in diese Situation manövriert hast. Das mag vielleicht sein, aber in dem Moment bringt es dir nichts. Es bringt dir nichts zu wissen, wie du da hingekommen bist. Du musst jetzt erstmal wissen, wie du da rauskommst. Später, wenn du das Problem gelöst hast, überlegst du, wie du da reingekommen bist, um es in Zukunft besser zu wissen. Das führt mich zu der zweiten Methode, nämlich das Was. Du fragst dich, was bringt es mir, zum Beispiel unsportlich zu sein? Was bringt es mir, finanzielle Schwierigkeiten zu haben? Und es geht darum, dass du mit der Was-Frage dir die Frage stellst, wie du daraus wachsen kannst, wie du profitieren kannst. Also um zum Beispiel der Unsportlichkeit zurückzukommen, es bringt dir zum Beispiel das kann für jeden natürlich eine andere Antwort sein, dass es für dich ein Zeichen ist, dich im Fitnessstudio anzumelden oder dir Laufschuhe zu kaufen, Sport zu machen, dich gesund zu ernähren. Beim finanziellen Beispiel kann es sein, dass du lernst, mit Geld und finanziellen Mitteln umzugehen und in Zukunft nicht mehr in solche Situationen gerätst. Es geht eben darum, dass du mental als Person wächst mit der Was-Frage. Also was bringt es meinem Wachstum als Person? Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass mich wissen, wie du mit Problemen umgehst. Bis bald.